Die Natur hält viele Wunder für uns bereit. Eines davon ist die Entwicklung eines Schmetterlings. Eine Raupe finden wir im besten Fall niedlich, für die meisten aber ist sie einfach nur ein Vielfraß. Doch wenn in diesen Tagen die ersten Schmetterlinge flattern, ihre Flügel in der Sonne strahlen, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Wir werden glatt romantisch. Ob unsere satt und zufrieden schlafende Raupe ahnt, was auf sie zukommt? Was wird sie träumen? Wie wird sie einmal aussehen?
Tag- oder Nachtfalter, groß oder klein, bunt oder farblos, hübsch oder hässlich. Vielleicht ein kleines Taubenschwänzchen, ein wunderschönes Geschöpf der Nacht. Kleine Raupe, ich kann dir nicht helfen, du wirst mich nicht verstehen. Träum einfach weiter, solange du noch kannst.